Hallo und herzlich willkommen am 26.04.2020. Ich will euch begrüßen zu meinem Video. Es ist Sonntag und es ist nicht viel passiert. Wir haben mit meinem Bruder und meinem zweiten Bruder und meiner Schwägerin Mittag gegessen und meine Eltern, ohne Christian und Nadine, der Rest der Familie war da. Es gab Schweinsbraten und der restliche Tag ist recht ruhig verlaufen. Wir sind ein bisschen rausgegangen und haben in der frischen Luft Zeit verbracht, aber es war nicht besonders warm im Schatten. Es ist immer wieder kalter Wind gegangen und deswegen waren wir nicht so lange draußen. Mir tut jetzt auch wieder alle Gelenke weh. Ich habe jetzt ein Schmerzmittel genommen und mich ins Bett gelegt, obwohl es erst 18:15 Uhr ist. Die letzten Tage war ich sowieso länger auf, aber heute mal ein bisschen früher ins Bett, weil ich noch Animal Crossing spielen möchte, vielleicht. Und noch ein paar Videos gucken und dann mal schauen. Es ist wirklich nicht viel passiert. Morgen kommt Sonja wieder, da kommt wieder Leben in die Bude. Und ich hoffe, wir haben genug Gesprächsthemen. Aber meistens mit einem Tag Abstand funktioniert das ganz gut. Nur wenn sie 2 Tage hintereinander kommt, haben wir uns manchmal nichts zu sagen. Aber es funktioniert meistens ganz gut und ja, ich freue mich auch schon auf sie. Sonst ist wirklich nicht viel passiert. Ich habe heute noch ein Gespräch mit Kerstin. Die ruft mich nachher an. Und dann möchte ich noch mal mit ihr über den Hund sprechen. Und darüber, dass ich Beinattacken habe. Und teilweise kommen so langsam ein bisschen Verlassensängste dazu. Das merke ich jetzt in meinem Unterbewusstsein, dass so ein nervöses Gefühl dazu kommt, wenn meine Eltern schlafen gehen und ja, das möchte ich mit dir besprechen und dann mal schauen. Sonst gibt's wirklich nicht viel, wie gesagt. Der Tag war recht ruhig. Ich bin schon um 9 aufgestanden. Oder um 8:30 eigentlich. Weil ich aufs Klo musste und bin dann gleich aufgeblieben. Dementsprechend bin ich auch müde. Weil ich das nicht gewöhnt bin, so lange auf zu sein. Gestern war ich duschen, deswegen sind die Haare noch ganz frisch und ein bisschen durcheinander. Sonst geht's mir relativ okay. Ich würde jetzt nicht gut sagen, aber okay. Das mit dem Hund beschäftigt mich schon immer noch. Und das wird auch noch eine Weile dauern. Habe ich jetzt eingesehen und das muss ich einfach zulassen und kann es nicht ändern und es wird einfach seine Zeit brauchen und ich hatte ihn jetzt 10 Jahre bei mir und deswegen geht er mir halt dementsprechend ab und das ist ganz normal. Wie lange es normal ist, um ein Haustier zu trauern? Weiß ich nicht, aber es sind seit gestern 12 Wochen vergangen.
seit er gestorben ist. Und es ist doch noch relativ frisch und immer das Abwehren von Gefühlen bringt ja auch nichts, sondern ich muss es zulassen und es macht mich halt sehr traurig. Aber es werden wieder bessere Zeiten kommen und wo es leichter wird und dann kann ich die Zeiten auch wieder genießen. Aber natürlich wird es immer ein Teil von mir bleiben. Und er wird immer ein Teil von mir bleiben. Er war 10 Jahre lang wie mein Sohn. Und ich habe ihn ja trotzdem plötzlich verloren. Naja, mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder Tag. Wenn ihr mir das Video seht, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentieren, abonnieren und liken. Würde mich sehr freuen. Danke fürs Reinschauen. Ciao. Eure Ines.